Willkommen zur Finsternis in Tristram, zu Patch 2.4.3. Gott, war 2.4 nicht der Patch? Nee, das war 2.3, ne, mit Sescheron. Ich meine nur, das ist schon wieder alles so lange her. Die Vergangenheit ist in diesen Gefilden stets lebendig. Kultisten haben sich durch die Überreste von Adrias Habseligkeiten gewühlt und das Geheimnis der Erweckung ihrer Erinnerungen entdeckt. Für kurze Zeit erscheint die Stadt so, wie sie vor vielen Jahren einst ausgesehen hat. Ja, für alle, die es nicht wissen, Blizzard feiert und wir feiern mit, wenn wir das wollen, seit Silvester immer jetzt den ganzen Januar ein Jubiläum von Diablo, denn dieses Silvester, ist Diablo 20 Jahre alt geworden. Und ich will meinen, ähnlich lange verfolgt es mich schon, durch meinen Stiefvater tatsächlich, damals noch einfach nur Freund meiner Mutter, bin ich überhaupt zu Diablo gekommen. Folge einsehen, tötet alle 4 Bosse in der Finsternis von Tristram, denn Diablo 1 hatte auch 4 Bosse, den Schlechter, den Skelettkönig, Erzbischof Lazarus und der Dunkle Fürst, also das waren die 4 Großen, sag ich mal. Besondere Ereignisse. Mensch, ich habe zwar schon einige Erfolge, aber ich spiele ja so selten, weil ich habe auch letzte Season gar nicht mehr großartig gespielt, weil es ist ja doch immer dasselbe, da kam für mich nicht genug Neues dazu. Och, ja, Diablo, ne, hier, ich erinnere mich. Deswegen bin ich hier auch jetzt weiterhin nur Stufe 7, weil ich da noch nicht weitergemacht hatte. Ich wechsle mal den Helden. Erstmal, ich muss mir kurz was notieren. Ach, ich notiere das mal auf mein Whiteboard hier. Damit ich mich da gleich drum kümmere. So, haben wir das. Ich wähle mal aus Manfred. Der war ja eigentlich immer der Stärkste, glaube ich. Ich würde mal in die Einstellung gehen. Stimmt, erstmal gehe ich in die Optionen und stelle das so, dass ihr es vernünftig hört. Optionet Sound, genau, die Gesamtlautstärke auf volle Pulle. Denn wenn, dann will ich das anschließend selbst verändern. Von der Helligkeit her und allem. Helligkeit sag ich schon, von der Lautstärke her. Okay. Gut, boah, jetzt erstmal wieder Monate nicht gespielt hier. Einstellungen. Abenteuermodus. Es ist im Abend, also das Bonus-Event ist im Abenteuermodus zugänglich. Der neue Patch ist jetzt erst seit heute da. Eben sah ich so, was, 800 Megabyte Patch? Da ist doch was passiert. Natürlich ist was passiert. So, wir sind hier noch in Qual 6. Wir haben doch mittlerweile schon wesentlich mehr Möglichkeiten, ne? Bis 13 geht's ja momentan. Es wird Zeit, dass ich jetzt wenigstens mal Qual 7 spiele. Nebenan wird gebollert. Mir ja egal. Ich daddel hier, man kann klingeln, wenn was ist. Ja, ich nehme jetzt auch mal mitten am Tage auf und nicht nur in der Nacht. Wobei, Bonus-Event, wir wissen nicht, wie schwer das ist. Wir machen es erstmal, wie ich es gewohnt bin, auf Qual 6. Und starten einfach mal den Abenteuermodus. Sind wir jetzt in Privat? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Weil ich bin ja, ich möchte das langsam erleben. Deswegen sollte das schon ein privates Spiel sein. Ja, ne, mit dem neuen Patch, 800 Megabyte tatsächlich, sind natürlich einige Verbesserungen, einige Vereinfachungen, einige Fehlerbehebungen mit drin gewesen. Die Musik schon. Hört ihr das? Das ist die originale, ja, auch privates Spiel. Das ist die originale Diablo-Musik von Tristram. Und so sollte es auch anfangen. Man hat sich überlegt, ich erzähle euch hier an der Ecke, wo man einen schönen Ausblick hat, kurz, was dieses neue kleine Update macht. Es hat angefangen mit, was machen wir, um das Jubiläum zu feiern? Und dann hat man sich überlegt, Mensch, wir wollen die Musik ändern auf Diablo 1 Musik. Und dann hat man gesagt, komm, lasst uns doch mal den ersten Level von Diablo 1 hier mit der Diablo 3 Engine nachmachen. Hat gut funktioniert, also hat man ruckzuck auch alle anderen 16 Level gehabt. Und dann fehlte zum Beispiel noch hier unten das anzupassen hier, ne? Dieses Graphical User Interface. Da hat einer der Entwickler einfach mal, ja, in seiner Freizeit das gesamte Graphical User Interface hier unten gemodelt. Und das hat man auch noch verändert, durch eben das Event dann. Das hier ist noch das alte das neue natürlich. Da kommen wir gleich hin zum Event. Und so kam halt eins zum anderen, ne?
dass dann auch die Bosse eingebunden wurden, dass man neue Belohnungen hatte, Gegenstände, ganz viele Sachen, die man dann hinterher umtransmogrifizieren kann, zum Beispiel. Ja, so ist das. Und was ist noch anders? 64-Bit ist jetzt hier Standard und Monitore mit mehr Hertz werden unterstützt. Außerdem, wenn ihr bestimmte Gaming-Tastaturen oder Mäuse habt mit Farbgekröse und alles, die bunt leuchten können, dann wird das jetzt auch unterstützt. Das heißt, wenn besondere Gegenstände fallen gelassen werden oder so, dann könnt ihr eure Tastatur dabei besonders aufleuchten lassen. Das ist jetzt alles mit drin. Ihr müsst eure Firmware aber updaten. Das Reich der Gier, ne? Das Reich der Schätze. Wenn Gears Truhe geöffnet wurde, dann dauert das noch 60 Sekunden, bis sich das Portal schließt, damit man auch in einem Durchlauf öfter in das Reich kann. Und Belial ist jetzt auch, der wechselt fließender zwischen seinen Übergängen. Ne? Das sind so ein paar Dinge. Und das zeige ich euch gleich, was noch verändert wurde, was jetzt schon, ich habe euch ja schon vieles erzählt von der BlizzCon, was in Zukunft alles verbessert werden soll. Ne? Und davon ist ja eine Sache das hier gewesen, dass es hier einen neuen Reiter gibt, nämlich Färbemittel. Hier kann man sich jetzt direkt anschauen, zum Beispiel, man kann jetzt, keine Ahnung, ich ziehe meinen Brustpanzer hier rein. So, der ist jetzt so schwatt und ich kann hier direkt auch auswählen, welche Farbe ich gerne hätte und da unten wird angezeigt, wie viel kostet das denn. Ne? Oder man radiert einfach die Färbung weg. Das geht dann auch. Das ist jetzt eben was Neues, was jetzt geht. Das heißt, ihr müsst nicht mehr gucken, Mensch, wo suche ich mir welche Färbemittel zusammen? Welcher Händler hat denn nochmal welche? Händler verkaufen jetzt auch keine Färbemittel mehr. Schauen wir mal, was mit meinen Färbemitteln ist, die ich immer aufbewahrt hatte. Die sind einfach weg scheinbar. Habe ich dafür wenigstens das Geld bekommen? Ist ja nun auch nicht so dramatisch. Nee, die sind einfach weg. Die gibt's nicht mehr. Jo. Da, 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 da. Oh, diese Musik. Das ist so Kindheit. Da könnte ich mir jetzt so emotional einen drauf runterholen. Ich kann gar nicht glauben, was die Leute alles wegwerfen. Ups. Wollt ihr etwas davon kaufen? Genau. Nee, ich habe nur gerade geguckt. Was die Entwickler an sich noch sagten, war, dass auf jeden Fall noch viel kommen wird und die glauben nicht, dass das mal eben hier endet. Viele haben ja Angst, oh Gott, Diablo ist die schwächste Marke von Blizzard irgendwie. Das liegt daran, Blizzard schafft es immer zu beleben. Ein Genre, das tot geglaubt ist, was ausgeschlachtet geglaubt wird, das belebt Blizzard halt einfach wieder, ne? Ganz oft schon. Das war mit den Rollenspielen auch so. Was Diablo zum Erfolg verholfen hat, du kannst es ja quasi nur mit der Maus spielen. Diese Zugänglichkeit war natürlich ein großer Erfolg. Und das Gefühl, was die Spieler hier am meisten fesselt, ist natürlich dieses Equipment. Wann, ne, das ist wie Geschenke auspacken, wenn man hier die Gegenstände von den Gegnern bekommt. Und auch dieses Glücksspielpotenzial. Manchmal, nur manchmal ist was dabei, was dich noch mächtiger macht. Und da haben wir nämlich wieder ein Stichwort Macht. Die Spieler werden mit der Zeit immer mächtiger. Wenn sie sich an Situationen erinnern, an denen sie nur schwer weiterkamen, die fallen denen irgendwann leicht. Und so wird man mit dem Charakter immer mächtiger, mächtiger, kann stärkere Herausforderungen meistern. Und das ist das, was die Spieler am Diablo fesselt. Und ja, es wird wie gesagt, es wird auf jeden Fall weitergeführt, vielleicht sogar ein neues Spiel. Das schließen einige Leute bei Blizzard nicht aus, dass sogar direkt ein Diablo 4 noch möglich ist. Und Diablo wird so schnell auf jeden Fall nicht sterben, denn dann gäbe es ja gar kein Diablo 4, ne? Und die Erfolgsgarantie hier ist eben die, dass alle Entwickler, die hier dran mitentwickeln, das Spiel halt lieben. Und das ist allgemein bei Blizzard so. Da arbeiten keine Leute, weil sie arbeiten, sondern weil die das, was sie tun, lieben. Und das machen ja nicht viele heutzutage. Und deswegen funktioniert das so gut. Da sehen wir hier schon den Drudenfuß bei der Finsternis in Tristram. Und ja, das ist eben... Das wird jetzt immer im Januar zugänglich sein, dieses Geheimnis. Ja, da bin ich immer gespannt, was dann noch alles kommen wird in Zukunft. Und dass diese, wie gesagt, diese Charaktersteigerung nach und nach, dass das halt, ne? Das Geheimnis ist, das ist irgendwie klar, das ist Rollenspiel, Action-Rollenspiel. Und Diablo hat tatsächlich ja dieses Action-Rollenspiel maßgeblich gebildet, sag ich mal. So, wir haben... Oh, ich habe ihn anscheinend schon 120 Level nicht mehr gespielt, ungefähr. Hupsi. Ja, was habe ich hier angefangen? Kritischer Trefferschaden natürlich hoch. Angriffsgeschwindigkeit. Ach, die Abklingzeitenreduktion ist jetzt auch nicht verkehrt. Hauen wir erstmal auf die Dinge, die man am schnellsten mitbekommt. La, 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 la. Bewegungsgeschwindigkeit kann auch sehr vorteilhaft im Kampf sein, wenn man mal kurz schneller weg kann. Und natürlich die maximale Wut,
Je mehr Wut ich habe, desto mehr kann ich reinspammen, sage ich mal. Boah, eine ganze Zeit lang hier nicht gewuselt. Und natürlich, ja, Lebensregeneration. Die hauen wir erstmal voll. Und dann würde ich die Rüstkraft. Denn je mehr Rüstkraft ich habe, desto wertvoller ist jeder einzelne Lebenspunkt, weil die natürlich weniger nachlassen. Hier würde ich dann mal schauen, was machen wir hier? Hier fände ich das wichtiger. Ressourcenkostenreduktion, dass man halt auch eben auf Dauer besser spammen kann. Jo. Gut, dann haben wir hier so ein bisschen. So, wir haben eben gesehen, dass die Kultisten hier rumstänkern. Ich danke euch für euer Kommen. In der Nähe gibt es eine Menge Kopfgelder zu verdienen. Sehr schön. Wie sieht's mit den Aufgaben hier aus? Tötet John Gorham Coffin, tötet Melmac, Bruder des Apothekers, tötet den Schlechter und tötet Hannes. Ich gucke mal, was da ist. Weil ich weiß ja nicht, ich habe schon gehört, upsala, man kann hier auch auf, man kann hier tatsächlich auf Dings treffen. Warte mal, ich mach mal eben hier den hier. Genau, die Barbaren holen. Oh, da ist es ja. Das alte Portal. Genau, hier am Brunnen. So, lange nicht mehr gespielt. Deswegen, da muss man sich ja erstmal wieder reinfummeln. Welche Fähigkeit hatte ich bei 3? Bluten lassen oder was ist das? Nee, seismisches Schmettern. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas, was ich nicht kenne? So. Nee, nicht wirklich. Und das hier ist... Seht euch das an. Dieses alte, pixelige Portal. Also man muss scheinbar nicht irgendwie noch ein Pre-Event machen, um reinzukommen ins Haupt-Event. Da bin ich ja mal gespannt. Warte mal, ich mach mal eben meinen Kopfhörer ein bisschen lauter. Wie sieht's eigentlich allgemein so aus hier? 1,7 Mille. Genau, hier werden jetzt... Genau, das wird jetzt ja drüber angezeigt. Da muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen. Ganz viele Dinge sind ja durchaus ein bisschen anders. Ich gehe da einfach mal rein und gucke, was passiert. Oh, wie geil. Haha. Ja, das ist ein Pixelfilter natürlich drüber gelegt hier noch. Und wir haben nur 8 Bewegungsrichtungen, wie es früher war. Und hier schön das gesamte alte Interface. Ich glaub's ja gar nicht. Weil, ja. Das ist verschlossen. Pepins Leiche, der Geist des Mannes, sehnt sich noch immer danach, den Kranken und Verwundeten zu helfen. Oh ja. Und ich werde mir hier alles ganz genau angucken, meine Lieben. Also stellt euch drauf ein, dass es eventuell alles ein bisschen länger dauert. Ich überlege gerade, warte mal, ist hier... Sind aktiviert, gut. Also falls hier irgendwas liegt, bekomme ich es mit. Ne, 640x480 Auflösung war technisch nicht möglich, so einfach zu switchen, ohne Probleme zu verursachen. Darum hat man es sich, hat man hier diesen retrospektiven Filter entworfen. Um hier wenigstens so ein altes Feeling aufkommen zu lassen. Also alles ein bisschen dunkler, pixeliger. Oh Gottchens Leiche. Dieser Mann ist ohne eine Münze in der Tasche gestorben. Alles, was er hatte, gab er seinen Nachbarn. Und Griswold, der im zweiten Teil nochmal als Gegner kam. Der ruhelose Geist dieses Schmieds wird vom Wunsch angetrieben, noch einen letzten Schatz zu fertigen. Da hat man hier sogar noch die Leichen platziert. Interessant. Ob hier auch Farnham? Das ist verschlossen. Diesen Geist zu wecken, braucht es starken Alkohol. Ja, der war immer sehr betrunken im ersten Teil. Dass ich das überhaupt noch weiß. Ich habe den bestimmt, weiß ich nicht, wie zig Jahre nicht gespielt. Ob hier hinten auch Wirt irgendwo rumliegt? Ne, hier ist aber nichts mehr, ne? Ganz offensichtlich nicht. Ich gucke mal. Oben ist ja auch die Karte, ich Idiot. Da kann ich ja gucken, wo hier noch was ist und wo nicht. Da kommt man nicht durch. Sieht ja alles ein bisschen blutig aus hier, ne? Dann schaue ich mal. Dum, 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 dum. Ja. So war das alles. Früher... So, hier haben wir Adrias Hütte. Die sieht hier noch ein bisschen heiler aus. Verschlossen. Eine Zutat fehlt. Wahrscheinlich der schwarze Pilz, ne? Erinnert ihr euch auch die toten Kühe? Was? Warum?
Im ersten Teil haben die Kühe ja nichts gemacht, außer Moo, wenn man draufgeklickt hat. Okay, jetzt kann man scheinbar draufklicken. Im zweiten Teil hat man dann ja gemacht, dass man durch die Kühe, beziehungsweise nicht durch die Kühe, aber man hat ja dann den Kuh-Level gemacht, den es natürlich offiziell nicht gibt. So, hier ist nichts. La 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 la. Und liegt hier auch noch jemand, der einem entgegenkriegt? Getöteter Bürger. Genau, da kam ja jemand. Erprobte Tsunami-Klinge. Ich nehme trotzdem alles mit, auch wenn das teilweise nur Schrott ist. So, was haben wir hier hinter noch? Muss ich gucken. Da, da. So, hier sieht erstmal alles üblich aus, ne? Aber wie gesagt, ich möchte hier nichts übersehen. Ach, die Musik. Dann wollen wir mal hinein. Labyrinth, Ebene 1. Die Heiligkeit dieses Ortes ist besudelt worden. Aha. Das kennt man doch auch von ganz früher. Und dann auch noch die alte Musik. Selbst die Level-Ingame-Musik hier von den Untergrundverließen ist alt geblieben. Skelett. Ja. Es hat sich sicher einiges geändert. Also sowohl die eigenen Fähigkeiten... Upsala, das da wollte ich gar nicht einsammeln. Brauchte ich ja gar nicht. Sowohl die eigenen Fähigkeiten haben sich verändert, als natürlich auch die Monster haben sich verändert, weil, wie gesagt, wenn man monatelang nicht spielt, es wird ja auch überall dran gefeilt. Das ist mal nervig, wenn man so einen einzelnen Gegner da hat. Oh, und das alte Goldgeräusch, wenn Gold wo rausfliegt und so. Schön, schön an alles gedacht. Und wir haben natürlich die Roventa-Hände. Also wir sammeln automatisch auf. Ich find's schön gemacht. Die Vorfahren sind mir heute. Die auch. Ach ja, was soll ich euch erzählen, meine Lieben? Ich habe euch ja schon erzählt, was hier so alles neu ist. Mehr oder weniger neu. Gold, komm in meine Taschen. Und auch die alte Schrift haben sie hier übernommen, von den Gegenständen, die hier rumfliegen. So, also normale Gegner sind also so absolut gar kein Problem. Gerade wenn sie in der Masse auftreten, sind die sehr einfach zu handeln. Genau, und hier die orangen Gefallenen. Das waren ja früher noch die Teuflischen, hießen sie. Mal sehen. Man kann den Event ja öfter spielen hier. Das Event, den Event. Der Event, Junge Cross, Junge Alter Züchlern. Nein, da bin ich mal gespannt. Alle vier Ebenen änderte sich im Diablo 1 früher ja so ein bisschen das Aussehen hier. Man hatte ja vier Ebenen quasi so eine Katakomben, dann hatte man vier Ebenen so eine Art Tempel, dann hatte man vier Ebenen so eine Höhle und anschließend vier Ebenen so eine Knochenwelt. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Da werden sie bestimmt dran gedacht haben. Die haben schon, die Entwickler meinten, dass es nicht so wie heute in den 90ern noch nicht so die Aufzeichnungen gab, warum sich der Entwickler sowieso bei dem und dem Gegner das und das gedacht hat und das so und so gemacht hat und so. Niemand hält mich zurück. Und deswegen musste man tatsächlich auf Fan-Begrößigkeiten zurückgreifen. Also wo Fans im Internet Seiten erstellt haben und Dinge festgehalten haben. Schattenbiss. Darauf griff man tatsächlich zurück, auf solche Sachen. Schön. Umherziehender Held. Mhm. Wofür hat man das bekommen? Tötet einen der einzigartigen Gegner im Labyrinth, tötet 20 und tötet alle. Auweia. Ekelgrapsch, Nachtflügel der Kalte, Goldfäule der Flamme. Oh ja, das sind alles diese alten Namen. Das sind alles diese alten Namen.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Tötet den dunklen Fürsten. Sag mal, was ist denn heute los mit meiner Aussprache? So viel habe ich doch gar nicht getrunken heute. Nein, eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Energy gerade. Weil wenn ich zocke... Oh Gott, der Schlechter. Der haut aber rein. Das war der... Was? Was hat der für einen Wumms drauf? Leider sehr an früher orientiert von seiner Stärke her. Der war halt sehr schnell und sehr, sehr stark. Mehr Wut. Oh weia. Das traf mich eben etwas ungeahnt. Also der hat einen richtigen Wumms mitgekriegt jetzt scheinbar. Aber sehr Diablo 1, eindeutig. Die waren auch alle viel zu stark damals. Also, so am Anfang, als man noch nicht wusste, wer ist denn der Schlechter. Da. Ein Schlag und tot. Alter, was ist denn los? Das ist unfair. Ich stelle gleich einen Schwierigkeitsgrad runter, aber enorm. Nee, das ist mir zu hart. Wenn ich bedenke, er ist der erste Boss hier drin. Und die haben den tatsächlich so hart gemacht wie früher. Das kann ja nicht sein. Mit Anstrengung lässt sich der schon umlegen. Wir haben den ja schon halb. Aber die Frage ist, ob wir das machen wollen. Oder ob es dann nicht zu hart wird. Wenn dann später noch die anderen Bosse kommen. Ich habe ja direkt übermütig, wie ich war, Qual 6 genommen. Runterstellen ging ja immer, so rum war es doch, oder? Schwierigkeit reduzieren, stimmt. Reduzieren geht immer. Okay, dann ist in Ordnung, dann lassen wir das noch. So. Haben wir den Hackbeil des Schlechters, neue Transmogrifikation. Obwohl dieses Beil überzogen ist mit getrocknetem Blut und alten Eingeweideresten, riecht es mysteriöserweise immer noch nach frischem Fleisch. Ja, weil das erste, was halt der Schlechter früher gesagt hat, war Fresh Meat. Und deswegen diese Anspielung. Also Leute, die das Diablo noch von ganz, ganz früher kennen, die werden hier vieles wiedererkennen. Und hier war halt, genau, die Schlachtkammer vom Schlechter. Es war halt ein Schlechter, verstehst du? Ein schlechter Mensch, wollte ich gerade sagen, aber es war ja ein Dämon. Natürlich haben die den Schlechter-Dämon hier aus dem Diablo 3 genommen und die hier alle wieder wie Pappfiguren, weißt du? Die haben halt den ganzen Skin, ja, sie haben ihn halt verkleinert und den ganzen Skin von ihm nochmal verändert, damit er halt sich an früher anpasst. Lalala. Ja, die Ebenen waren in Diablo 1 schon nicht besonders weitläufig. Und es gab auch nicht viel mehr Story als irgendwas ist los, finde heraus, was los ist, ne? In Tristram hier. Da gab es noch nicht so viel Background-Story wie heute. Und deswegen, ja, wie gesagt, Diablo 1 war klein, hatte aber viele Herausforderungen. Und, ja... Das war für damalige Verhältnisse aber nicht klein, weißt du, wie ich meine? Man hat sich halt auch, was Spiele angeht, weiterentwickelt. Und das ist dann normal. Heute würde man sagen, ich würde in dem und dem Spiel den und den Fehler beheben. Würde das und das anders machen. Aber für früher, oh, Warnauge der Tote. Aber für früher, ich sag mal, ein Fehler ist es nur, wenn sich die Perspektive so weit ändert, dass man halt quasi transzendiert ist. Weißt du, wie ich meine? So Dinge, die man so nicht mehr machen würde. Erzengelstark der Apokalypse. Okay, das ist schon normal. Ich lammel hier immer vieles ein, weil ich nicht weiß. Ich kenne ja auch nicht jeden Gegenstand von früher. Euer Fleisch ist schwach. Euer Fleisch ist schwach. Deswegen müssen wir da mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mich gerade sehr gefreut, als ich gesehen habe, das Update ist drin. Mittwoch ist immer Patch Day, heute ist aber schon Freitag und ich habe Mittwoch gewartet, passierte nichts. Aber
jetzt ist es draußen. Es gilt ja halt auch nur für den Januar, das Event. Deshalb werde ich das hier auch außerhalb vom Let's Play garantiert auch nochmal selbst spielen, um ein paar der nur im Januar jetzt verfügbaren Erfolge zu wuseln. König Leoriks Gruft? Stimmt, König Leorik ist ja der nächste Boss, ne? Labyrinth Ebene 3. Ich möchte nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Also eigentlich ist es mir ja wurscht, ob wir immer alles abgrasen, aber hier in diesem Event kann ja noch eventuell was versteckt sein. Man weiß es ja nicht. Wenn man da einfach so durchrennt, Hauptsache man kommt unten an. Da bist du in Diablo 1 mal eben gestorben. Weil das zu hart für dich war dann, wenn du nicht alles mitnimmst. Und hier in dem Event habe ich eher Angst, was zu verpassen. Deswegen, aber es sieht hier nicht so aus. So, was haben wir hier? Da ist eine Truhe. Die natürlich genauso versteckt ist, dass ich da rumgehen muss, ist klar. Und auch die alten Geräusche noch. Wenn die Truhe aufgemacht wird und so. Die Geräusche sind ja heute alle anders. Aber da haben sie die alten noch eingefügt, finde ich gut. Finde ich gut gemacht. Habt ihr schon Angst? Natürlich haben sie. So, was haben wir hier? Das sieht mir nicht nach was Specialigem aus. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Merklich. Ah, geht. Ach ja. Aha. Deswegen zum Beispiel. Hier ist Labyrinth Ebene 4. Leoriks Gruft ist halt auch wieder so ein Eventgegröße. Jetzt müssen wir zwar am Arsch der Welt, um Leorik kalt zu machen, aber was soll's. Wir haben ja Zeit, ne? Ach ja. Aber in die Stadt können wir, glaube ich, nicht. Glaube ich. Oder? Also, wobei das Symbol leuchtet. Geht also schon. Ganz offenbar. Ich sehe im Moment aber noch keine Dringlichkeit darin. Dann gehe ich mal hier eben rein und gucke mal, ob sie Leoriks hier auch anders gemacht haben. Auf jeden Fall ist die Gruft natürlich anders als noch zuvor. Hier drin ist er wahrscheinlich, ne? Ihr wagt es, das Lebensgarne in mein Grab zu tragen. Leorik, es ist schlecht für dich, dass du hier so viele Leute beschwörst, denn wenn viele auf einem Haufen sind, kämpfe ich besser, weil sich dann meine Fähigkeiten schneller aufwühlen. Bist du? Ich wollte gerade... Oh, pff, Idiot! Ich habe mich schon gewundert, ich bin komplett verrutscht. Und Leorik, der braucht gleich erstmal einen Orthopäden. Die untote Krone. Hatte ich die schon? Sieht genauso aus wie die Krone des Schwarzen Königs, nur weniger alt und abgenutzt. Und eine heilige Musik. Schön. Da haben wir den Skelettkönig erledigt, den zweiten Boss. Sterbi! So. Wie jetzt immer alle online kommen. Und wir haben gleich ein Paragon-Level höher gewuselt. Wahrscheinlich haben sie den Schlechter nur so hart gemacht, weil das ist natürlich der erste große Boss gewesen in Diablo 1. Und da erinnert sich, glaube ich, noch jeder dran, dass wenn man den halt vor sich hatte, dass man dann mal eben kurz, man hörte nur noch Frischfleisch und bam, tot. Und keiner wusste, was los war, weil sowas wie Internet gab es ja noch nicht. Rekurs Ansturm. Schaden des Wutverbrauchers erhöht. Das ist gut. Ja, wie gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert. Bam, 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 bam. Siehste.
Gut, dass ich mich hier noch umgeguckt habe, dass ich jetzt verstehe, okay, das war nur eine Zusatzdungeon. Also werden wir jetzt alle zukünftigen Gebiete hier ganz genau erforschen. Nicht, dass uns was abhanden kommt. So. Und im nächsten Level müsste sich halt, wie gesagt, hier alles ändern. Weil alle vier Level gab's was anderes. So vom Aussehen her. La la la. Und bei euch so alles gut? Niemand hält mich. Season 9 hat gerade begonnen. Okay, jetzt gerade. Season 9 scheint begonnen. Es ist 5 Uhr am Nachmittag. Das musste erstmal angekündigt werden. Jetzt sind alle am Zocken. Wenn ich mir jetzt einen Charakter erstelle, auf normal, was ja sonst wie leergefegt ist, dann würde ich jetzt 100 Millionen Leute um mich haben, die es gerade auch machen. Klingt falsch, die es gerade auch machen. Hm. Oder es klingt nur falsch, weil Internet und ich bin versaut durchs Internet. Ach ja. Nee, aber wie gesagt, in letzter Zeit habe ich weniger Diablo 3 gespielt, einfach weil... Dann haben wir da schwarze Asche, der Brennende. Also mein seismisches Schmettern ist doch schon echt hart. Ich immer alles einsammeln mag, weil ich noch nicht weiß, was es tut. Hm. So, jetzt sind wir bei 99. Ach so, wahrscheinlich wegen Rekors Ansturm ist jetzt halt der Wutverbraucher so mächtig erhöht. Euer Fleisch ist schwach. So, hier geht's schon wieder runter. Mal guck mal, 500 Millionen. Und zack. Habe ich quasi eine Viertelmillion abgezogen. Milliarde meinte ich natürlich. Es war eine Viertelmilliarde, die ich ihm abgezogen habe. Was hart ist. Was... Mhm. Garbat der Schwache! Das war ein Ziegenmensch. Göttliche Platte des Wals. Das ist doch auch was von früher. Das war aus Diablo 1 eine der mächtigsten. Diese Rüstung ist so mächtig, dass nur die gerissensten aller Abenteurer davon träumen könnten, jemals ihr eigen nennen zu können. Das war doch eine der mächtigen. Königsschwert der Eile. Königliche Schmiedemeister erhielt Order für dieses Schwert von König Leoric persönlich, aber schon kurze Zeit später wurde der Auftrag wieder zurückgezogen, was bedeutet, dass diese Waffe niemals hätte existieren dürfen. Aha, Engelstab der Apokalypse. Erzengelstab. Diesen Stab gibt eine Aura der Vorahnung. Gerüchte besagen, dass dieser Stab einst vom Erzengel Etherael erschaffen wurde. Aha. Naja. Er ist der Engel der Apokalypse, versteht er? So, das ist alles nur Kram. Und Apokalypse und so mit Vorahnung und Vorsehung und Kram und... ja, ihr wisst, was ich meine. So. Gut, also bringt das jetzt was, alle blauen Gegenstände aufzusammeln? Die scheinen tatsächlich irgendwie... neu zu sein und an früher erinnern zu sollen und so. Weil daran erinnere ich mich noch. Das war's. Die hat man immer fast nicht bekommen. Hier ist nix. Okay. La la la. So, ist hier noch was? Nee. Gut. Wie gesagt, ich bin hier nur sehr, sehr, sehr genau. Wir machen aber auch, glaube ich, erstmal ein Folgenende. Und wir... Ach, wisst ihr was? Bevor ich euch zeige, wie das fünfte Äpchen hier aussieht, sage ich euch mal vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns gerne morgen wieder und schauen, was sie sich hier noch einfallen lassen haben. Und bis dahin sage ich einfach Tödelö!